ist jetzt schon ein bisschen komisch. Um jetzt genau da wieder zu landen, wo wir gestern waren. So dolle, so dolle. Guten Morgen! Wir haben jetzt mal wieder was Aufregendes vor uns. Die zwei machen ein Experiment. Phoebe war ja noch nie über Nacht bei deinen Eltern ohne mich. Achso, ja, das nicht. Genau. Also im Endeffekt geht jetzt Jonas mit der kleinen Maus zu seinen Eltern. Und sorry, die haben jetzt ein aufregendes Wochenende, weil ich eine Woche komplett ab heute beim Boss Open sind. bin. Und da wieder arbeite und das dann halt immer den ganzen Tag und Phoebe kann da natürlich nicht mit. Das ist jetzt schon ein bisschen komisch. Es wird hart, ja. Aber genau, wir nehmen euch ein bisschen mit. Oh Mäuschen. Ja. Ich werde dich so vermissen. Ja, jetzt geht's aber erstmal zum Fressen auf, denn wir brauchen Futter für Phoebe. Tschüss! Jetzt, ich hoffe, man sieht es, Reifen wegbringen. Für Phoebe auch ein kleines Adventure, mal was anderes. Richtiger Arbeitsalltag hier. Hast du es bequem? Super. Was haben wir denn da? Eier? Glatt eine Tonne. Krass, Phoebe, gell? Ja. So, Arbeit ist erledigt. Phoebe und ich gehen jetzt noch hier eine schöne Runde im Wald laufen. Bei den Temperaturen, Phoebe eine Stunde draußen laufen zu lassen, macht gar keinen Spaß. Daher geht es hier durch den schönen, kühlen Wald und ich nehme euch mal ein bisschen mit. Also ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich bin hier gerade in so einem richtig abgelegenen Waldstück. Es ist einfach ultra angenehm, einfach mit Phoebe laufen zu können. Also dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss. Kommt da jetzt ein Hund ums nächste Eck? Muss ich Phoebe wieder anleihen? Muss ich aufpassen, wenn ich jetzt da entlang laufe, wie das da ausschaut? Und hier kann ich sie einfach laufen lassen, schnüffeln lassen. Schreibt mal in die Kommentare, wie denn eure Laufrunden so aussehen. Das würde mich mal interessieren. Weil wir haben ja eigentlich normalerweise immer den Stadtpark. Klar ist da, je nachdem zu welcher Uhrzeit ich gehe, nicht so viel los. Man kann auch den meisten Hundebegegnungen aus dem Weg gehen. So im Vergleich jetzt zu hier, wo wirklich weit und breit einfach nichts ist außer Natur, ist das halt schon ein Riesenunterschied. Schreibt es mal rein, würde mich interessieren. Und jetzt noch viel Spaß mit den Aufnahmen. So, jetzt melde ich mich auch nochmal. Jonas ist ja hier nur im Wald unterwegs, habe ich gesehen. Und jetzt wollte ich mich noch einmal kurz melden. Wir haben jetzt schon ein paar Tage hier bei dem Boss Open geschafft. Ihr seht, ich bin auch noch ganz wichtig. Wir haben jetzt so ungefähr die Hälfte geschafft und es ist so, so cool. So wie eigentlich jedes Jahr. Es sind halt noch nicht ganz so viele Besucher da, aber vielleicht ändert sich das dann auch gegen Ende der Woche, wenn die Spiele ein bisschen wichtiger werden. Wir haben wieder eine ganz, ganz tolle Truppe. Wie die letzten 10 Jahre, ich mache das schon ziemlich lange mittlerweile. Immer dieselben Mädels oder fast immer dieselben Mädels. Und deswegen ist es auch immer eine ganz, ganz große Freude, wenn wir da uns mal wiedersehen. Ich wollte nur mal kurz erklären, was ich da eigentlich genau mache. Also wir sind, wie gesagt, die Handtuchmädels. Man könnte auch sagen, die Wäschemädels, weil wir bestücken die Plätze mit den Handtüchern für die Spieler.
müssen ab und zu dann eben auch mal während den Spielen nochmal draufrennen, wenn die Spieler noch frische Handtücher brauchen und auch danach natürlich abräumen. Zusätzlich machen wir aber auch noch die Wäsche für die Spieler. Unsere Tage sehen immer sehr, sehr lang aus. Wir sind jetzt auch, die letzten Tage waren sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber wir saßen da teilweise bis um 10 abends noch im Keller und haben Wäsche gewaschen. Wir machen uns natürlich auch immer sehr spaßig. Es soll wohl die restliche Woche noch richtig, richtig schön werden. Das heißt ein schönes Finale hoffentlich, weil das Coole ist eben, je länger oder je später in der Woche, desto mehr können wir auch die Spiele dann schauen, weil wir weniger Wäsche haben. Ich vermisse natürlich brutal die Phoebe. Es fällt mir sehr, sehr schwer, weil ich sehe sie unter der Woche, sehe ich sie abends und halt morgens ganz kurz. Aber an den Wochenenden war ja Jonas, also jetzt im ersten Wochenende war Jonas bei seinen Eltern und nächstes Wochenende geht er wohl auch zu seinen Eltern. Ich bin eh abends platt, komme ja auch spät heim, aber trotzdem ist es so komisch, dass nur die zwei alleine die Zeit verbringen. Aber ich bin natürlich so, so dankbar, dass er das so toll macht. Umso schöner wird es dann, wenn ich sie wieder bald länger habe, und die Vorfreude ist natürlich auch schön. Ihr werdet bestimmt dann noch am Ende irgendwas Kleines von mir hören. Viel Spaß noch beim Video und bis zum Schluss. Tag 2. Ihr seht wieder eine wundervolle Aussicht. Und jetzt schaut mal. Aha. Wir sind auf dem Sagenweg unterwegs. Ich denke mal, das ist ganz cool für euch zum Sehen. Für mich auch, der ja von hier kommt und das eigentlich noch nie gemacht hat, obwohl das gefühlt 5 Minuten entfernt ist. Das ist auch das Schöne an dem YouTube-Kanal. Man macht Dinge, die man so eigentlich nicht machen würde. Sibus ist natürlich auch fleißig am Laufen. Dann viel Spaß bei den Aufnahmen. Ja, da gerade auf dem Parkplatz standen wir gestern. Ich wollte eigentlich euch den Sagenweg zeigen und ich glaube, ich bin auch an einigen Punkten vorbeigelaufen, aber irgendwie haben wir da die falsche Abzweigung genommen, um jetzt genau da wieder zu landen, wo wir gestern waren. Dafür seht ihr jetzt hier schöne Aufnahmen aus dem Wald. Es ist hier wirklich wieder zero los, richtig schön entspannt, und daher haben wir jetzt einen schönen Spaziergang. Ich nutze jetzt mal die Chance hier noch. Hier wird schon alles abgebaut. Ein absoluter Traum. Es war wieder die Mega-Woche. Das ist bei uns jetzt, ich mache das glaube ich jetzt schon 12 Jahre. Und es ist einfach immer das Highlight des Jahres. Eine Woche. Wir sind zwar fix und fertig. Also gestern bin ich einfach nur tot ins Bett gefallen. Spiele waren, da haben also das Finale war dieses Jahr echt cool. Das war das beste Finale seit langem. Ich dachte mir, vielleicht gefällt es euch. Phoebe war natürlich jetzt bei Jonas 4. Ich habe sie auch sehr, sehr dolle vermisst, muss ich sagen. Also es war hart für mich, Jonas und Phoebe so selten zu sehen. Und ich freue mich jetzt auch wieder, mehr Zeit mit Phoebe und Jonas zu verbringen. Jetzt geht der Alltag wieder los. Das ist immer das Schlimmste nach der Woche. Aber ich bin wie immer sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!